Hallo. Vanessa, ja. Herr Grissmann, wir können anfangen. Mein Name ist Pläumchen, ich bin Kreativdirektor bei Clarasoft Plus. Das ist Vanessa von der Agentur. Ja, so, hallo. Ja, gut. Wir fangen an, es gibt eine kleine Änderung nur zum alten Text. Ja, ein ganz kleiner, ein Wort wird verändert. Was ja. haben Sie denn da stehen? Clarasoft. Ihre Messer, Gabeln, Löffel, Teller spült Clarasoft jetzt noch viel schneller. Clarasoft. Herr Grissmann, Zitrone. Soft. Und Ihr Geschirr sagt, Herr Grissmann, Soft, das ist ja was Hartes. Ja, was Hartes, Soft. Soft, das ist ja nichts Weiches. Aber Wurscht, das heißt ja eh nicht Clarasoft, sondern das heißt jetzt neu Clarasoft Plus. Genau, Clarasoft Plus mit Betonung auf dem Plus. Bitte. Clarasoft Plus. Jetzt plus Zitrone. Nee. Ich spüre überhaupt nichts. Das ist doch nicht dynamisch. Das ist nicht dynamisch, das ist auch überhaupt nichts. Nee, Herr Grissmann, passen Sie mal auf. Machen wir jetzt mal ein Clarasoft plus extra Zitrone draus. Clarasoft plus extra Zitrone draus. Ohne draus. Clarasoft plus extra Zitrone ohne draus. Ohne draus. Ja, was? Herr Grissmann, ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen. Vanessa, ich finde auch, das Plus kommt da überhaupt nicht raus. Wir machen da irgendwie einen Fehler. Versuchen wir es doch mal mit Clarasoft plus extra Zitronen plus. Und ohne draus. Clarasoft plus extra Zitronen plus. Und das Geschirr sagt Und Ihr Geschirr sagt Vanessa. Natürlich. Ihr Geschirr. Machen Sie mal den ganzen? Ja. Clarasoft plus extra Zitronen plus. Ihre Messer, Gabeln, Löffel, Teller spült Clarasoft plus extra Zitronen plus jetzt noch viel schneller. Clarasoft plus extra Zitronen plus jetzt plus Zitrone. Und Ihr Geschirr sagt So? Also Herr Grissmann, das hört sich scheiße an. Für uns hört sich das hier scheiße an. Passen Sie mal auf. Machen Sie mir doch mal ein Clarasoft plus extra Zitronen. Ja, genau. Plus extra Zitronen. Das ist gut. Und langsam sprechen, aber so, dass es schneller klingt. Das ist plus extra Zitronen plus. Clarasoft plus extra Zitronen plus. Und Ihr Geschirr sagt Nein, Herr Grissemann. Das Das müssen Sie schon sonorer sprechen, aber so, dass es höher klingt. Das muss schon noch ein bisschen jugendlich klingen. Ja. Und Ihr Geschirr sagt Unsere Kundinnen, das sind junge Frauen vor allem. Das heißt, sie müssen jugendlich sprechen, aber klingen muss es ganz alt. Und Ihr Geschirr sagt Das ist ein Scherz. Das fand ich überhaupt keinen Sinn mit dem. Das muss dynamischer sein. Wie heißt nochmal, die Klostimme? Schnell, wie heißt denn der? Klostimme? Diese Klostimme. Stermann. Ruf du den Stermann an und die Pickelfresse schick dich nach Hause. Herr Grissemann. War's das? Passt das? Danke euch. Ciao. Arschlöcher.